Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen hier zum Spiel YouTube Stars gegen die Young Boys. Die 20. Folge, die kleine Jubiläumsfolge steht also an. Und ich hoffe, dass das Jubiläum glücklich enden wird und zwar mit einem Sieg. So, wir spielen also zu Hause, es regnet. Nicht gerade perfekte Bedingungen für ein Jubiläumsspiel. Aber unser Sternchen wird uns beschützen vor dem Regen. Immer noch ein leeres Stadion, auch wenn es sich langsam füllt, wenn der Bekanntheitsgrad wächst. Ein australienischer Schiedsrichter, Pat Framlow. Wir überspringen das mal. Die Aufstellung haben wir ja schon gesehen. Deshalb können wir gleich anfangen. Eschatron auf Orbitray auf Dovahkiin. ML Injani ist heute auch mit dabei. Wir haben sehr viele Top-Spieler heute auf dem Platz. Mal ein bisschen ein anderer Torhüter. Was war das denn? Einen anderen Torhüter, und zwar ist heute iPlay-Player im Tor, beschützt heute unseren Kasten. Oder seinen Kasten, besser gesagt. Hoffen wir mal, dass er die Sache gut macht, aber da bin ich eigentlich davon überzeugt. Wir spielen Profi. Das haben wir jetzt so abgemacht, ist ja jetzt neu. Hilfe, nein. Das wäre eine schöne Chance gewesen. So, komm, mach. Und die Saison ist ja nicht mehr lange. Das heißt, jetzt wirklich die letzten Spiele hier, und die sind meistens auch die wichtigsten, weil da noch viel entschieden werden kann, vor allem so in der oberen Hälfte, im oberen Drittel kann es nach den letzten Spielen noch sehr viele Wechsel geben, aber im Moment sieht es nicht gut aus. Nev schießt schon in der 9. Minute das Tor gegen uns. Und ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Sie hatten ja gedeckt. Aber ich habe, glaube ich, genau in diesem Moment bin ich da auf die Spielerwechseltaste gekommen. Und dann ergab sich dieses unglückliche Tor. Schade, schade. Aber man sieht, wenn man nicht aufpasst im Fußball, dann ist das Tor so schnell passiert. So, jetzt. Wir suchen uns da die Lücke. Obitray. Vielleicht mal eine schöne Flanke. Nicht das, was ich mir erhofft habe. Und ich glaube, wir rennen immer ein bisschen lange vom Tor herum. Ich glaube, wir müssen einfach mehr schießen. Denn wer nicht schießt, der kann auch keine Tore machen. Vielleicht mal einen Distanzschuss. Gut, wenn er noch ein bisschen genauer gewesen wäre, da kann man sich drüber streiten, ob der reingegangen wäre. So, jetzt zuerst wieder mal das Spiel aufbauen, langsam. Ja, super. Achtung, nicht durchlassen. Schön gemacht von Mario LP, sehr schön. ML Injani jetzt am Ball. Eschatron, der Mann mit dem grünen Afro. Ihr habt euch also schon zum Teil lustige Figuren da ausgewählt, die da mitspielen. Aber das finde ich eben auch cool, dass nicht alle gleich aussehen, dass man sie gestalten kann und dass ihr so viele Ideen gehabt habt. Au! Da wurde Kartoffelsalat zu Boden geworfen, aber der Schiedsrichter hat, glaube ich, Speck auf den Augen oder Salami, was auch immer. Und wir brauchen langsam aber sicher ein Tor.
Du, vielleicht jetzt. Nee, doch nicht. Ich muss zuerst, das muss ich euch gestehen, zuerst wieder ein bisschen reinkommen in FIFA. Habe ich eine Weile nicht mehr gespielt, war ja im Urlaub. Deshalb kamen auch wieder ein bisschen weniger Videos. Aber jetzt geht's dann wieder voll los. Ich weiß gar nicht, wenn in Deutschland, wann ihr in Deutschland Urlaub habt. Aber ich glaube nach der Schweiz. Ich bin mir aber nicht sicher. So, Mare LP ist eigentlich, glaube ich, ein Verteidiger, kommt aber auch immer wieder nach vorne, was ich sehr gut finde, dass er sich da auch im Sturm einbringt. Das war doch nichts. Körpereinsatz. Also, irgendwie gefällt mir dieser australischer. Jetzt habe ich australischer Schiedsrichter nicht so. Nein, Achtung! Nein! 2:0. Leute, was ist heute mit den YouTube-Stars los? Sie sind auf dem zweiten Platz in der Liga-Tabelle. Und wenn sie so spielen, dann vergeben sie das. Dann, das wäre so schade. Wir waren noch nie auf dem zweiten Platz. Geschweige denn auf dem ersten. Und jetzt hätten wir die Chance dazu. Gut, na klar haben wir noch ein paar Spiele, aber eben jedes Spiel jetzt in der Schlussphase ist entscheidend. Deshalb stelle ich jetzt mal auf Offensiv und werde dann nach der Halbzeit gleich noch, kann ich eigentlich jetzt schon machen, neue Spieler bringen, neue Kräfte, die Formation. Ja, zwar die Formation ist eigentlich recht offensiv. Die Formation enden, die Spieler auswechseln ein paar. Orbit Ray zum Beispiel. Für ihn könnten wir einen Chan-Boss mal bringen. Würde dann wechseln mit Kartoffelsalat, genau. Emil und Jani kommt auch raus. Und für ihn kommt Carlo Pedillo. So. Damit wir noch ein bisschen junge, neue Kräfte haben. Apropos neue Kräfte. Ihr wisst ja, Emil Enyani geht bald. Verlässt uns bald, leider. Ist ja schon 35 oder so, glaube ich. Oder 45, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall für das Fußballleben schon recht alt. Und wir gönnen es ihm auch, dass er jetzt in Rente gehen kann. Aber wir brauchen neue Leute im Team. Und ich habe mir überlegt, entweder wir kaufen einen echten Spieler oder wir nehmen einen Nachwuchsspieler. Weil jetzt in dieser Phase des Spiels kann ich leider keinen neuen Spieler hinzufügen. Ich habe zwar noch ein paar Anfragen bekommen von Leuten, von Abonnenten, die jetzt auch noch gerne mitmachen würden. Leider ist das nicht möglich. Vielleicht dann, wenn ich mir FIFA 14 kaufe, können wir YouTube Stars weiterführen und dann nochmal neue Mitglieder hinzufügen. Was natürlich cool wäre. Mal schauen. Das können wir sicher arrangieren. Tschüss! Ja, Kartoffelsalat, wunderbar. Ich muss immer ein bisschen schauen, weil ich das neue Mikrofon jetzt habe, dass es nicht übersteuert. Ich glaube, ich muss es nachher noch ein bisschen anpassen. Ich höre mir nachher mal die Aufnahme an. Ich getraue mich gar nicht, jetzt so laut zu reden. Ah, das wird nichts. Aber immerhin steht es jetzt nur noch 1:0. Sehr schön gemacht und jetzt vielleicht sogar das 2:0. Nein, das ist es nicht geworden. Leider. Schöner Kopfball aber. Jetzt in den Lauf. Weitschuss. Ah. Zielwasser, mein Lieber. Trinke Zielwasser.
2:1. Es ist alles wieder offen. Nichts ist unmöglich. Achtung, Verteidigung, was wird das hier, wenn es fertig ist? Manchmal schlafen die ein bisschen in der Verteidigung. Sehr schöner Pass. Flanke kommt nicht an. Ich glaube, unsere Leute sind einfach zu klein für die Flanken. Ist so meine Theorie. So, Achtung. Nicht flanken lassen. Schön gemacht. Eiermanuze. Und Eschetron. Da wollte ich ein bisschen zu viel. So, ich glaube, ich bringe jetzt dann gleich nochmal einen dritten neuen Spieler rein. Damit wir auch noch das zweite Tor schießen. Frage ist nur, ob nochmal einen neuen Stürmer oder einen Verteidiger. Damit wir nicht noch ein drittes Tor bekommen. Mal schauen. Ein bisschen Zeit bleibt uns ja noch. Aber wie er den auch annimmt. Ihr müsst die Bälle schon annehmen, meine lieben Leute. Sehr schön gemacht. Und der kam schon wieder nicht an. Ich habe mal gedacht, dass man so Einzeltrainings machen kann, wo man die Mannschaft trainieren kann. Weiß aber nicht wo. Wenn jemand das weiß, könnt ihr mir das bitte in die Kommentare schreiben. Ja, da könnten wir eben die Mannschaft ein bisschen trainieren, so spezifisch eben Standardsituationen, die Verteidigung ein bisschen aufwerten. Muss sowieso mal reinschauen. Man kann ja noch das Stadion vergrößern oder sowas, also viele Möglichkeiten. Zum Glück kein Tor, das wäre sehr schlecht gewesen. Achtung, nein! Was ist das für ein Fehler, aber sehr schön. Nochmal gerettet vom Torhüter. Eieiei. Also irgendwie wirkt mir die Mannschaft noch nicht so ganz wach. So, jetzt ein Konter. Schneller Angriff. Aber zu lange gewartet mit dem Pass. Ja, er hat ihn erobert. Sehr schön. Und, da ist er zu langsam. Apropos langsam, wir schauen mal schnell auf die Energie der Spieler. Carlo Pedillo, der eingewechselt wurde, hat schon wieder keine Energie mehr. Der ist auch ein bisschen faul, der liebe Herr. Mr. Cool, kommt mal rein. Und dann tun wir den hier nach vorne. So, genau. Und geht es nochmal auf sehr offensiv. Müssen wir einfach. Weil wir ja wirklich die Möglichkeit haben. Oh, ich dachte schon, da schießt jetzt so Volley. Wunderbares Tor, aber nein. Weil wir jetzt hier wirklich die Möglichkeit haben, wenigstens einen Unentschieden zu machen. Und die sollten wir nutzen. Aber das können wir natürlich nur, wenn wir konzentriert spielen. Er ist der Dovercreep. Mit dem Sponsorenlogo auf dem T-Shirt. Ah, hast du noch? Nee. Warum? Achtung, ran an den Ball. Jetzt brauchen wir den Ball, dann pfeift der Schiedsrichter dann. Oh nee, nicht auch noch. Danke. Das ist doch ein Quatschkopf. Also der Schiedsrichter, nicht das Spiel. So. Sehr schön gemacht. Kartoffelsalat. Lauf, 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 lauf. Jetzt muss ihm jemand helfen. Wer bietet sich an? Wer bietet sich an? Niemand. Super.
Ja. Das war doch mal ein Foul. Das war ein Foul im Strafraum. Hallo? Und ob das ein Foul war? Was ist jetzt wieder los? Oh Mann, oh Mann. Wenn wir uns jetzt nicht schnell den Ball holen, können wir es vergessen. Aber bitte kein 3:0. Ja. 3:1 meine ich. 4 Minuten Nachspielzeit immerhin. So, komm, Ball weg. So, jetzt nicht vermassen. Wir brauchen ein Loch, um dann mal zu schießen. Aber das ist gar nicht so einfach. Was ist jetzt? Nein, Offside. Nein. Das war's, meine lieben Leute. Es tut mir leid, aber wir verlieren wieder mal. Wir haben erst zweimal verloren in dieser Saison, glaube ich. Wir verlieren 2:1 gegen die Young Boys. Kartoffelsalat hat da zwar noch das Tor geschossen, aber das hat nicht mehr genützt. Tja, verlieren muss man auch können. Dauer Creep, der beste Spieler unseres Teams. Und Fahrender Root ist der beste Spieler des Spiels. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge. Tja, nicht das perfekte Jubiläum, aber ich würde sagen, wir kommen darüber hinweg. Und wir werden dann in der nächsten Vorschau sehen, wo wir stehen, auf welchem Platz in der Tabelle. Bis dann. Tschüss.